Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ja, wir sind gerade fleißig dabei, sind in der letzten Folge in die neue Welt aufgebrochen. Und ja, gucken wir uns hier einmal unser schönes Städtchen an. Und wir waren, glaube ich, gerade dabei, Gulasch zu produzieren und sind da auf unserer anderen Insel. Ich weiß gar nicht mehr, welche es war. War es die hier? Oh, wir haben Karneval. Schön. War es die hier? Nee, die war es nicht. Dann war es bestimmt die hier. Genau. Haben wir aufgebaut, angefangen, unser kleines Fischerdorf aufzubauen. Und vor allem haben wir schon die ersten Rinderzuchten hochgezogen. Und Paprikaplantagen. Vom Stapel gelaufen. Und mit dieser schönen Paprika und diesem lecker Rind können wir jetzt lecker Gulasch kochen. Den wollen nämlich unsere, na, wie heißen sie, Handwerker haben. Und ja, da wir für die Produktion Handwerker brauchen, müssen wir hier eine neue Handelsroute einrichten. Das werden wir mit der Dorsch machen. Die gibt erstmal nochmal ein bisschen Ladung ab. Oder auch nicht. Dann machen wir es mit dem anderen Schiffchen. Was haben wir denn hier noch? Auf die alte Dame ist Verlass. Die Wolkenbruch oder die Nantucket. Wir nehmen die Nantucket. Ja, gehen wir hier wieder einmal ins Menü rein. Routen. Route einrichten. Handelsrouten. Von hier nach da. Und ich packe meinen Koffer. Pläne für neue Expeditionen. Halt, Sabbel. Halt den Mund. Und nehme mit. Vor allem erstmal Paprika. Volle Lotte. Das lädst du hier bitte wieder. Hoppala. So, Moment. Wird geladen und hier dann entsprechend entladen. Und Rinder nimmst du auch gleich mit. Schön Schiff voll mit Kühen. Nein, natürlich mit Rindfleisch. Zack, zack. So, das schippert der jetzt fleißig hier rüber. Und da wollten wir den Nantucket nehmen. Da ist er. Und dann kann es losgehen. Dann bringt er die beiden lecker Sachen hin und her. Das kann er jetzt auch ein bisschen fleißig produzieren da hinten. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist schön. Wo ist es denn? Da ist es. Das kann einmal hier in den Hafen kommen. Und das Schiffchen kann eigentlich einmal rüberschippern in die neue Welt. Die Wolkenbruch. Ein geiler Name. Du nimmst dann gleich noch ein bisschen Holz mit. Und ich glaube, ein bisschen Stahl dürfte auch nicht schaden. Noch irgendwas Wichtiges, was sie da drüben brauchen. Bier könnte ich mitnehmen, aber das ist Quatsch. So, wie sieht's hier aus? Ja, hält sich alles. Das ist schon mal gut. Bier steigt sogar. Gut, und dann darfst du, klick, die klick, einmal in die neue Welt segeln. Jupp, auf geht's. So, und wir holen uns jetzt Spielstand gespeichert. Gulasch. Erstmal brauchen wir eine Großküche. Die braucht 2 Minuten für einen Gulasch. Und die Konservenfabrik macht daraus in 1:30. Ja, echt dämlich. In 1,30 machen die daraus auf jeden Fall eine Fleischkonserve. Machen wir gleich 2 von. Will ich sowas am Hafen haben? Nee, nicht wirklich. Oh je. So. Und so. Boah, schicke Straße hin. So, und ihr versorgt dann eine Konservenfabrik. Die dampft auch fleißig. Ja, jemand muss das tun. Bauen wir da ein. Und wenn wir hier schon am Straßenziehen sind, dann zack. Und jetzt gibt's endlich Gulasch. Ja, das ist ja scheiße. Ach, wer war das? Schick. Gib Bäumchen. Zack. Bei wegen.
schöner aussehen und so. So, dann haben wir ordentlich Stein übrig und zu wenig Ingenieure. Scheiße. Zum Glück haben wir aber genug Arbeiter, das heißt, wir können ein bisschen aufrüsten. Wo machen wir das denn? Ich würde sagen, die hier, ne, liegen zwischen zwei städtischen Gebäuden. Es macht am meisten Sinn, dass da dann erstmal neue Leute sind. Zack. Naja, ein paar durften wir machen. Ach, uns fehlt Holz. Naja, gut. Naja, gut. Hier ziehen ja jetzt noch ein paar ein. Dann brauchen wir auch schon Nähmaschinen. Was brauchen wir denn dafür? Haben wir schon, haben wir schon. Nochmal 150. Aber es ist schön. Hier ist eigentlich, gut, eine Kohlemine können wir jetzt bauen. Das machen wir, glaube ich, auch gleich mal. Was brauchen wir da? Arbeiter. Brauchen wir die? Steinkohle. Perfekt. Zap, zarab. Dann müssen wir auch das Lager hier langsam aufrüsten. Wird Zeit, dass wieder Holz reinkommt. Aber Stein haben wir erstmal genug. Damit kann man auch einiges beschleunigen. Das ist euer... Achso, ihr habt noch... Die haben noch nichts da. Das ist gar nicht das Problem. Eisen. Wie viel Eisen haben wir eigentlich hier? Genug. Mehr als genug. Okay. Da gleicht sich das langsam aus. Wir brauchen aber definitiv mehr. Wir beschleunigen das jetzt einmal. Und dann geht's auch schon rüber in die neue Welt. Ach ja, idyllisch. Während wir hier auf Holz warten, drehen wir mal wieder eine Runde. Zack. Ach ja, hier ist auch immer Party am Marktplatz. Kinder mit Luftballons. Schrullige kleine Kutschen. Tote Kinderwagen, Alter, Junge. Ist rechts vor links, Mann. Wow. Behinderte, sehr schön. Ach, das Spiel ist... Was das angeht, ja echt egal. Und hier so eine kleine Garre ist ja auch schön. Komme ich hier durch? Schade. Das hätte ich noch cool gefunden. Aber gut, ich bin froh, dass es diesen Modus überhaupt gibt. Ich hoffe, der wird nicht irgendwie rausgepatcht oder sowas. Ja, das könnten, hätten sie, die Zeit hätten sie sich nehmen können. Ne? Also da nochmal so eine Textur drunter zu knallen. Es mangelt an Arbeitskraft. Das hätte den Kuh jetzt nicht fett gemacht, aber ich will mich gar nicht beschweren. Es ist so schön. Also von hier unten sieht es halt nicht ganz so schön aus, von wegen schwammige Texturen und sowas, aber es ist immer noch einfach cool. Hier, Springbrunnen. Ne, ist halt auch kein Ego-Shooter. Ah, ja. Und hier ist der Pöbel. So, sollten wir langsam ein bisschen was da haben. Jupp, 49, das ging flott. So, das heißt, erstmal... Die Feierlichkeiten sind beendet. Jo, gut. Erstmal holen wir uns hier... Die Qualität ihrer Stadt hat sich verringert. Warum das? Ach, scheiße. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Das ist schön. Jetzt für eine Stadt. Ist ja herrlich. So. Jetzt haben wir zu wenig Arbeiter. Und brauchen auch gleich wieder Bauern. Oh, es macht mich fertig, diese Bauern, ey. Gott, ist das nervig. So. Spielstand gespeichert. So, und dann fehlt auch schon wieder Holz. Bauernsiedlung, ey. Ich glaube, ich gönne denen mal eine Kirche. Ne? Die sollen ja glauben können. Und irgendwann will ich hier sowieso Dings haben. Ein paar Arbeiter. Von daher habe ich gerade gar kein Holz für. Dab-dab. Ne, und hier so schön an der Klippe ist ja auch cool. Hat hier ein echt schöner Standort dafür. Ja, das machen wir nachher gleich. Wir können aber schon mal die Blaupause setzen. Ich vergesse immer wieder, dass es diese schöne Option gibt. Zack. Da ein Steinchen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön. Dann... Erster Klasse. Ja, na Logo.
So, das ist jetzt hier. Ich sollte mir schon mal ein Inselchen aussuchen. So, hier haben wir Mais, Baumwolle, Tabak. Das sieht doch ganz gut aus. Hier. Eigentlich das alles auch, inklusive Bananen. Zuckerrohr. Hier sind halt die Perlen, die es sonst nicht gibt. Gibt es hier irgendwas, was ich noch nicht kenne? Nö, eigentlich habe ich denn alles. Was ist hier? Gold. Oh. Aber hier sind 4 Gold. Das ist mir, glaube ich, lieber. Was ist das? Öl. Öl und Gold. Lehm und Gold. Ich nehme lieber Lehm und Gold, glaube ich. Kannst eigentlich einmal hier rüber schippern. Und dann schnappen wir uns nämlich auch gleich die Insel. Aber erst richten wir hier hinten alles. Bringen unser Einkommen nochmal auf Vordermann. Yep. Rüsten hier weiter. Oh ne, abreißen wir wohl die nicht. Das wäre Quatsch. So. Dann sind wir hier auch auf dem grünen Zweig. Hier ziehen ja noch ein paar Leutchen ein, zum Glück. Und dann können wir gleich unsere Nähmaschinen produzieren. Brauchen die? 150 Ingenieure, die haben wir. Oh, die sieht relativ schick aus, die setzen wir an den Hafen. Ja, das ist auch wieder für gemacht. Schön so rum. Aber wir brauchen noch ein Brett. Gib mir Brett. So, da haben wir das letzte Brett. Und dann gibt es auch Nähmaschinen für die Leute. Super gut. Das bringt das Einkommen wieder ein bisschen nach vorne. Und da fehlen noch. Ein paar fehlen noch. Dann könnten wir schon Klipper bauen. Das wäre cool. Aber gut, man kann ja alles haben. Hier haben wir schon was stehen. Das wird auch nicht so leicht übernommen. Das heißt, wir können uns aufmachen in die neue Welt. Zack. So. Der ist noch nicht da. Aber wir müssen eh hier anfangen. Jo. Ein neuer Auftrag. So, hier haben wir ganz viel Öl. Das werden wir später brauchen. Obwohl, haben wir auf der Heimatinsel eigentlich. Na, was gibt's denn? Krieg erklärt, ja. Die blöden Piraten. Ist mir relativ wurscht, ehrlicherweise. So. Wir brauchen ein wenig Platz für die Leute hier. Wir gehen erstmal quer durch den Dschungel. Zack. Und dann gucken wir mal einmal, wie breit ist der? Oh, das ist ja super. Ziehen wir gleich noch eine Straße. So, und dann kann hier nämlich erstmal der Marktplatz hin. Zack. Und da können dann gleich ein paar Pesel einziehen. Spielstand gespeichert. Das ist doch gut. Hier eine Fähre. Ein neues Zwischenziel erreicht. Oh, das ist gut, ne? Tradition. So, die müssen sich jetzt nämlich erstmal um ein bisschen Holz kümmern, bevor hier irgendwas geht. Oh, das hier gleich am Strand. Ich würde sagen, ja. Obwohl, ein bisschen ausgelagert wäre schon schön. Hier, Markt des Öls. Damit können wir nachher, mit dem Platz können wir nachher eh nicht viel anfangen, glaube ich. Soweit war ich aber ehrlicherweise auch noch nicht. So, machen wir mal. Eins. Na doch, komm, lassen wir so. Dann kommen wir uns mit der Stadt in die Quere. So, da auch gleich Sägewerke ran. Zwei. Einmal Straße rüber. Einmal Straße nach hier. Können wir im Zweifelsfall nachher noch versetzen. Och,
Ja gut, da brauchen wir nachher noch Platz für den Ölkram. Das heißt, wir bauen hier das Lagerhaus hin. So, haben wir jetzt mal Holz sichergestellt. Jetzt brauchen wir ein paar Arbeitskräfte. Zack. Und zack. Ah, sehr schön. Genau eine Dreierreihe Platz. Was brauchen wir, damit wir... Naja, ein paar müssen noch einziehen. Aber das wird schon. So. Ja, Grundlagen schon mal gelegt. Wir bauen hier unten gleich mal unser Kontor. So. Und bauen. So, das Holz brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Doch, das gehört sich. Ja, ja. Hör auf zu quackeln. Das Holz brauchen wir erstmal hier oben. Erobere. Na Mensch. Wunderliche Siedlung. Ja, das finde ich allerdings auch. So, jetzt können wir, glaube ich, schon Bananas. Ja. Lecker Bananen. Nein, darfst du nicht. Alle im Stich. Ja. Deine Familie, dich selbst und am schlimmsten mich. Kannst mich mal. So, gehen wir einmal in den Blaupausenmodus. Ne, eigentlich nicht. Wir machen das einfach so. Denn jetzt wollen die Leute auch schon mal ein bisschen was zu fretten haben. Wieso kann ich da keinen? Ist doof. Geht doch. Ach, fehlt mir das Holz? Nö, mir fehlt das Holz nicht. Wieso geht das nicht? Fehlende Baumaterialien. 20 Holz braucht eine blöde Brücke. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Na dann, schafft mal ran hier. Neue Gebäude freigeschalten. Oh, wo das? In Sekundenschnelle wieder weg. So. Zack. Jetzt aber. So. Und die sind tatsächlich ein bisschen komplexer hier, die Gebäudchen. Na, also allein für die Grundnahrung schon eine Handelskette oder eine Produktionskette. Ist halt doch irgendwie ein anderer Schnack. Aber gut. So. Da holen wir erstmal Fischöl. Und hier holen wir erstmal Bananen. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Felder aussehen. Ich glaube, das ziehe ich hier gleich bis in die letzten Winkel rein. Zack. Zeig mal her. Banana. So, 128. Hui. Aber das kriegen wir schon hin. Straße wieder weg. Obwohl, wenn wir dann nachher rüber wollen. Wie machen wir denn das? Ich will jetzt mal Feld haben hier. Die Leute haben Hunger. Nee, so weit rüber will ich da nicht. Spielstand gespeichert. Ja, wir machen das so. Dann reißen wir hier zwei Straßen weg, setzen dafür Felder dahin. Und dann können wir hier immer noch die Brücke rüberbauen. So. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen das Ganze auch köcheln. Zack. Wo habe ich denn jetzt schon hier Oberus her? Ich habe doch gar nicht aufgerüstet. Na egal. Ich hinterfrag das nicht. Spiel, du weißt schon, was du machst. So, du kannst schon mal Bananen anfangen. Er kann hier schon mal... Ach, mein Schiffchen ist da. Das ist auch schön. Bringt das notwendige Holz. Und dann geht's gleich lecker Banana. Zack, da werden wir nachher noch mehr von brauchen. Und natürlich ein Lagerhäuschen. Das dann erstmal hier stehen wird. Ich sollte aus dem Blaupausenmodus auch rausgehen.
So, nur gibt's Futter. Kein Grund mehr zum Maulen. Und irgendwann dann auch Ponchos. So. Zack, mehr Bevölkerung brauchen wir. So, so, so. Machen wir auch gleich mit weiter. 1, 2, 3, 4. Hier lassen wir ein bisschen Platz für städtische Gebäude. 1, 2, 3, 4. So. Miau. Ihr mögt also Katzen, ja? Na gut. So. Gehen wir mal ein bisschen Kit, dass die Sachen reinkommen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, das ist ja tragisch. So, aber was ist jetzt hier eigentlich in der alten Welt passiert? Die Waffenruhe wurde beendet. Jo, das habe ich mitbekommen. So. Weswegen sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier. Zum einen können wir jetzt einen Zoo bauen. Das ist cool. Und die Leute haben Bock auf Rum. Irgendwie ist alles ein wenig eintönig. Rum und ein Varieté. Das Varieté können wir vielleicht sogar schon bauen. Na komm. Haben wir gerade Schiffe übrig? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wir... Achso, hier kann ich das noch. Wie viel passen da rein? Aktuell mit den Bedürfnissen 26. Wir brauchen für den Kram hier noch ein bisschen sehr viel mehr, aber für die Schiffe brauchen wir nur 750, glaube ich. Ja. Das heißt, wir bauen noch wenigstens zwei Häuschen. Eins, zwei. Drei. Und dann sollten wir tatsächlich auch gleich. Genau. Also freigeschalten. Den Clipper und das Linienschiff. Wir fangen jetzt erstmal, glaube ich, mit. Ja, zumindest einen Clipper an. Der ist ein bisschen besser bewaffnet und hat ein bisschen mehr Platz. Ja, der hat. Wie viele Kanonen hat der? Gefechtskunde 50 ist natürlich übel. Im Expeditionsbonus. Oh, nee, ist der unbewaffnet? Tatsache. Der ist komplett unbewaffnet. Na gut, aber das Linienschiff hat dafür 30 Kanonen nachher. Und wir brauchen jetzt einfach ein bisschen Schiffe. Damit wir hier nicht irgendwann fies überfallen werden. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Wäre der geeignete Ort für mein neues Verhalten. Nein, du darfst nicht. Ne? Wenn ich kann, bremse ich euch aus, ihr Penner. So, dann haben die auch ihre Kirche. Schicki, schick, schick. Und mir fehlt es immer noch an Arbeitern. Kornkammern sind bis zum Bersten gefüllt. Bis zum Bersten gefüllt. Was? Achso. So. Waren. Einmal gucken, wie es aussieht. Hopfenfeld und Malzfeld, das ist nicht gut. Ändern wir gleich einmal. Der Rest sieht ganz gut aus. So, auf jeden Fall, genau. Die Hyopais hier wollen rum. Und deswegen sind wir in der neuen Welt. Nur wegen dem Alkohol. Da sagt noch eine, Alkohol hätte nichts bewirkt. Ah, sehr schön. Hier wohnen mittlerweile auch genug Leute. So, dass wir hier jetzt ein bisschen was bauen können. Zum einen wollen die in die Kirche. Die sollen sie auch kriegen. Die bauen wir so. So, und ist das schon mal bitte gestillt? So, rum. Müssen wir gleich mal gucken. Alpakas können wir hier groß ziehen, das ist das Problem. Aber wir gucken mal, wovon wir mehr haben. Holz ist auch easy peasy, sollten wir wahrscheinlich leichten Überfluss haben. Bauen wir aber trotzdem noch eine Holzfälle heute nachher. Ja, bauen wir jetzt gleich. Das
das reicht mir dann hier ein bisschen zu sehr an die Stadt ran, aber egal. So, wie viel Platz brauchst du hier? Du musst eine Menge Platz. Oh, hier hinten noch eine. Da kommt da wieder kein Schwein ran. Ist was? Ich bin unschlüssig. Was soll denn das? Das finde ich arg doof. Ich meine, wir brauchen eh viel rum. 15 Sekunden, 30 Sekunden. So, eine davon versorgt zwei davon. Wenn der volle Lotte arbeitet, versteht sich. So, hier ist auf jeden Fall unsere Bananenrepublik. Wir expandieren gleich wieder. Gehen hier hinten rüber, gibt's von hier den Rum. Lagerhaus kommt hier hin. Kommen hier zwei Holzfäller hinten hin. Ne, eine reicht erstmal. Zack, du bist nur dafür da. Zack. Damit wir Fässer bauen können. Was ist hier? Wieso kann ich da nicht bauen? Achso, weil da schon eine Straße ist. Okay. So. Dann brauchen wir Zuckerrohr. So, wie passt uns das ganz gut? Ja, können wir eigentlich gleich hier vorne machen. So. 128 Felder ist natürlich nicht gerade wenig. 80. 128. Das ist mal umfangreich. Wir machen das ein bisschen breiter. Sonst haben wir da hinten nachher so eine tote Ecke. Das ist auch nicht gut. Ja, so ist in Ordnung. Bauen wir gleich noch eine. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack. Haben wir das. Und dann bauen wir noch eine Rumdestille. Wird rumdestilliert? Ne, gebrannt, ne? Brennerei, genau. So. Zack. Können die Leute saufen. Und weil wir genug gebaut haben, können wir gleich zwei bauen. Ja. Das machen wir auch. Denn auch die alte Welt will ja mit Rum versorgt werden. So, und was mir bei denen hier aufgefallen ist, die maulen unglaublich schnell rum. Das sind voll die Fotzköppe. Na, was hast du? Hilfst du einem alten Mann und seinem Hut, por favor? Eine Rätselaufgabe. Dieses Wetter, Boss, ich schwöre, ich habe noch nie so ein Verhalten bei Tieren erlebt. Los Krokodile. Krokodrillos zum Beispiel kommen der Stadt immer näher. Da muss etwas getan werden, bevor noch ein Kind zu Schaden kommt. Das wollen wir nicht. Alles für die Kinder. Nein. Das ist einfach nur gemein. Ja, ich weiß. So, Krokodile. Wo treiben sie sich denn rum? Einfach nur auf den Straßen. Okay. Gucken wir doch mal. Ist ja hier jetzt wieder recht übersichtlich. 5 Stück sollen wir finden. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, unser Klepper ist fertig. Sehr cool. Der wird hier nämlich nachher die Waffenruhe wurde beendet. Die Handelsroute übernehmen. So, aber ich sehe hier keine Krokodile, El Koilo. Überhaupt keine. Da ist eins. Da ist noch eins. Die heben sich ja richtig toll ab. 3, 4, 5. Hab alle. Du hast dein Wort wieder gehalten. Ne? Produktivität plus 25%, wenn ich da eine Handelskammer einsetze. Das können wir beim Getreide nachher gut gebrauchen. Da wird eins unserer Schiffe das gleich mal rüberschippern. So, was ist hier los? Kein Holz. Ja, mach Lack hier. Die Menschen lassen sie hochlegen. Ja. Oh, mal gucken, wie sie feiern. Hier hinten feiert ihr. Na ja, gut. Wollen wir das mal umbenennen? Ja, wir benennen das mal um. Clipfort ist kacke. Ja. Geben dem ganzen irgendeinen schönen Namen. Last Haven.
Da weiß ich auch, was gemeint ist. Und hier ist Karneval. Wo sind sie denn? Da sind sie. Da, da, da. Bup. Applaudieren wir doch glatt mal mit. Da, da, da. Da ist die Karnevalstruppe und alles tanzt und feiert und ist gut drauf. Das ist so ein kleines, dusseliges Fahrrad. Ich finde das einfach nur geil. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie geil ich das finde. Und ich möchte einfach mal sagen, dass es ein wunderschöner Abschluss ist. Wir haben gerade unseren Rumpf fertiggestellt. Wir haben einen Glitch. Glitch, 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 Glitch. Egal. Es darf auch ein bisschen glitschen. Kommt einfach aus dem Nichts, na gut. Und können unsere Leute jetzt mit neuen Sauferzeugnissen zufriedenstellen. Das ist doch super. Und wir haben eine halbe Stunde rum. Und damit ist Zeit, das Ganze zu beenden. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Ne? Gefällt mir, würde ich mich drüber freuen. Ne? Auch ein Abo kann auf jeden Fall nicht schaden. Wird in nächster Zeit noch eine Menge Anno geben, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten gibt es dann irgendwann wieder Seven Days to Die. Und mit diesen feierlichen Worten und der Konfetti-Parade verabschiede ich mich. Bis dann, bis zum nächsten Mal und viel Spaß heute noch. Euer Ragnar Bertholdsson.